Das ist es noch nicht. Warten auf das Besondere. Kennst du das in deinem Leben? Du machst dies, du interessierst dich für jenes, du bist mit Menschen zusammen, der eine gefällt dir besser, der andere weniger besser, es gibt schwierige Menschen, es gibt komplizierte Menschen, es gibt einfache Menschen. Diese unzähligen Nuancen von Möglichkeiten der Welt und von dem, was du tust, für was du dich interessierst, für was du motiviert bist und so weiter. Aber irgendwie spürst du in dir manchmal, nicht immer, aber manchmal, dass es das alles noch nicht ist. Und irgendwo denkst du, nicht im anzüglichen Sinne, da gibt es noch was anderes. Da ist noch was anderes möglich. Natürlich kannst du dann verkommen an dem Punkt und kannst sagen, so, da strebe ich absolut an und ich gehe absolut diesen Weg und ich tue alles, um dieses Ziel zu verwirklichen. Und ich möchte das haben und es steht mir zu und Pi und Pa und Po. Aber das ist es nicht, sondern es ist eher das, es gibt noch was anderes. So dieses Spüren, dieses manchmal Bemerken und manchmal sogar ganz klar sehen, das ist es noch nicht. Und da kommt vielleicht etwas Besonderes. Aber das lasse ich los, weil ich es nicht weiß und weil ich es eben auch nicht auf die typischen Arten oder die typischen Wege und Zielvorstellungen verwirklichen kann. Sondern das braucht seine Zeit und das kommt ein Punkt. Aber es ist irgendwie immer gegenwärtig. Es hat immer einen Raum in dir, einen Raum, eine Möglichkeit in dir. Und du vergisst es dadurch nicht. Du bist immer wieder aufmerksam drauf, weil es könnte ja sein, dass es genau das ist in deinem Schicksal, was du brauchst, um nicht vorbeizugehen an dem Schicksal und es nicht außer Acht zu lassen, sondern zu spüren, da ist etwas Tiefes. Und das hat mit meiner Sinnbestimmung, mit deiner Sinnbestimmung zu tun, dieses Tiefe. Und das gibt dann natürlich auch eine Sinnerfüllung. Was auch immer das ist, das kann alles Mögliche sein. Das ist nicht nur irgendwie eine Erleuchtung oder nur das Gute, Schöne, Hehre und all. Das kann alles Mögliche sein, was deine Bestimmung ist. Vielleicht wirst du mal Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler oder Gott weiß was, was du nie angestrebt hast. Wer weiß das schon? Und das finde ich das toll am Leben, dass es so viel beinhaltet und so viel beherbergt, und dadurch ermöglicht, als wir überhaupt auch denken und je fantasieren können. Aber immer wieder sich mal zurücklehnen und zu sagen, ja, das ist ganz gut jetzt, ich komme damit klar, oder es ist vielleicht auch unangenehm und ich muss da durchgehen, oder ich tue mir es nicht an und drehe mich um und entscheide mich für etwas anderes. Und ich merke einfach, ja, das ist es noch nicht, da gibt es noch etwas anderes, das so eine Art Verheißung ist für mein Leben. Mir fällt gerade dieser Begriff Verheißung ein. Darauf zu achten, das ist es noch nicht. Und irgendetwas in dir, auch etwas Umfassenderes in dir weiß, aha, das existiert irgendwo. Und genau mit diesem Bewusstsein immer wieder im Leben zugange zu sein, das ist interessant. Sonst verplempern wir das Leben, sonst fühlen wir es einseitig, sonst erfüllen wir etwas Bestimmtes, das von uns erwartet wird. Sonst streben wir etwas an, was einseitig ist und was wir nicht in Wirklichkeit sind, was uns nicht wirklich erfüllt. Und es geht ja immer wieder darum, was erfüllt uns wirklich im Leben? Deine Aufgabe, die Sinnfindung deiner Person, egal ob du Frau bist oder Mann bist, älter oder jünger bist, die Sinnerfüllung. Und das ist ja nicht etwas, was mal irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag entsteht. Also wenn du dann alt und grau und weise bist oder sowas, sondern das kann jederzeit im Leben entstehen. Das ist, oh, wo du merkst, that's it, das ist es jetzt einfach auch. Und das ist genau das, was ich eigentlich schon immer gewollt habe und was ich irgendwo dann auch immer gebraucht habe in mir, aber was ich nicht für möglich gehalten hätte, nicht wirklich. Und trotzdem habe ich dem vertraut und ich vertraue und ich gebe mich hin und bin immer wieder offen für das und spüre, naja, das ist noch nicht in der Richtung oder da reingerückt, woran es auch immer liegt. Und du kannst dann natürlich strampeln und alles Mögliche tun und dich bemühen oder faul und phlegmatisch werden und gar nichts tun und einfach dich vollsaufen oder volllaufen lassen mit allem Möglichen. Man kann sich gut volllaufen lassen heutzutage mit der ganzen Welt, die so da ist, und dann ist es eher nicht da, sondern zu sehen, na,
Es ist noch nicht irgendwo, es schön und gut ist, so ist, und ich bin auch zufrieden mit der Welt, die so da ist. Ob es mal besser ist oder schlechter ist, ist egal, aber es ist es noch nicht. Das ist es noch nicht. Also darauf gespannt zu sein und dafür tatsächlich offen zu sein, das ist interessant. Weil da ist etwas in dir, was höher ist, umfangreicher ist und was tatsächlich deine Bestimmung ist, um die es dann geht. Und sei es meinetwegen die Erkenntnis eines Tages, ja, so war mein Leben und das alles gemacht zu haben und da drin gewesen zu sein, das war gut so. Und dann ist es auch gut. Also es ist keineswegs etwas, wo man willentlich hinterher ist und den Wille hat, ich muss das unbedingt haben. Weil das wäre nicht gut, wenn du es unbedingt haben willst. Alles, was uns gierig macht, was wir haben wollen, genauso wie wenn wir Dinge nicht loslassen können, ist schwierig im Leben und wird immer wieder eine große Herausforderung und eine Konflikthaftigkeit. Sondern es ist deine Bestimmung. Um es nochmal zu sagen, die Bestimmung kann sehr unterschiedlich sein, aber es ist etwas, was dich erfüllt. Das war meine Bestimmung, das ist meine Bestimmung. Wie oft erlebe ich, wenn ich da ein Beispiel bringe, Frauen, die sagen, ich will noch was anderes haben, ich will noch einen anderen Beruf haben, eine andere Profession haben, ich brauche noch mal eine Prüfung und all diese Geschichten. Und die haben 4 Kinder, also fallen mir einige ein. Und die haben wahnsinnig viel getan für die Kinder, allein schon die Kinder zu gebären, zu empfangen und mit denen umzugehen, die zu erziehen und dafür da zu sein. Und die sind ja meistens auch länger im Haus heutzutage, bis 25 oder so. Und die zu haben, das ist eine große Sinnerfüllung gewesen für diejenigen. Und sie haben etwas angestrebt und etwas tun wollen, was es nicht wirklich war. Bis sie dann im Nachhinein erkennen, mein Gott, das ist was Großartiges gewesen, diese Familie so erhalten zu haben, gehalten zu haben und damit zu sein. Da brauche ich nicht einen Doktorgrad oder irgendwas oder so in der Art. Das ist vollkommen okay so. Wir sind da viel zu gierig in dem Sinn, in dem wir alles sein wollen. Und wie viele Frauen sind in einer Mehrfachbelastung ihres Lebens heutzutage, in diesen schrecklichen Arbeitswelten, wo wirklich auch alle dazu verdienen müssen, um einigermaßen klarzukommen in gewissen Positionen, die da sind. Also, was ist es dann so? Wie gesagt, es kann auch eine Erkenntnis, eine späte Erkenntnis dessen sein, das ist es eigentlich gewesen oder das, ich dachte immer irgendwo, das ist es noch nicht und dann kommt noch was anderes. Und ich meine, dass wir das tun als Menschen, liegt natürlich auch daran, dass wir uns in einem Leben bewegen, das ja immer wieder berührt ist von dem Jenseitigen, von dem Transzendenten, von dem Spirituellen, von dem Geistigen, wie wir es auch immer wieder deklarieren wollen. Wir spüren einfach, das ist ja in dem Sinne kein Ende oder es gibt gar kein Ende, sondern es gibt diese vielen, vielen Wege und Möglichkeiten und all das Phänomenale, das eine Existenz mit sich bringt, eine greifbare Existenz mit sich bringt. Und das macht uns natürlich auch oft das Gefühl, das ist es noch nicht, weil wir ja noch gar nicht alles erkundet haben und vielleicht auch ein Leben gar nicht ausreicht, um alles zu erkunden. Und dieses Gefühl der Geborgenheit in etwas Größerem und in etwas Umfassenderem macht natürlich auch das Gefühl aus. Also das könnte auch das Gefühl der Erlösung sein, der Erlösung von diesem Leben. Ja, und du hast das Leben dann gelebt, nehmen wir mal an, einigermaßen rechtschaffendes Leben und mit guten und schlechten Zeiten und verschiedenen Partnerschaften mit deinen Kindern oder Nichtkindern, egal. Und du merkst einfach so, das ist es jetzt, da ist ja noch was anderes vorhanden und das ist ja nicht, das ist also keinesfalls eine Unzufriedenheit für diejenigen, die das jetzt vielleicht missverstehen, sagen, das ist eine Unzufriedenheit, ich bin unzufrieden mit dem Leben. Das ist es nicht, hat mit Unzufriedenheit nichts zu tun, sondern mit der Sinnhaftigkeit der Existenz. Und ich glaube, dass wir als Menschen deswegen auch Menschen sind, um die Dinge zu erfahren, die erfahrbar sind in diesem großen Universum, in diesen Möglichkeiten, die da sind, dass wir die wichtigen Dinge erfahren und da sind. Und erst dann sind wir befreit von
der Existenz an sich, egal welcher Planet das ist oder ob du Mann, Frau bist oder welche Position du hast und all diese Geschichten. Das ist dann die Befreiung von dem Dinglichen, von dem Materiellen und damit eben von den Kreisläufen der Wiedergeburt und solchen Dingen. Das ist so meine persönliche Überzeugung dazu. Bis wir alles wirklich austariert haben und erlebt und durchgelebt haben und dann ist die Manifestation nicht mehr notwendig und wir sind eben all, ja, allumfassend, alldurchdringend und in diesem Space sowas. Aber das ist jetzt eine sehr vermessene Auffassung. Das ist aber eine Auffassung, die man in vielen spirituellen Weisheiten gelehrt bekommt. Meinetwegen im Buddhismus oder im Hinduismus oder auch im Christentum, ist egal von welcher Seite wir das betrachten, das ist interessant. Und das hat natürlich zu tun, um das nochmal zum Schluss zu sagen, mit dem, das ist es noch nicht. Ich bin noch nicht dem begegnet, was ist. Das kann also wirklich überzeitengreifend sein, dimensional in Inkarnationen oder Gott weiß was, um das hier anzuspinnen auch. Aber auch durchaus in deinem Leben so manifest sein. Das kann auch auf einmal passieren im Leben. Also wenn man diese Bewusstheit hat und dafür bereit ist oder offen ist, bereit sein und offen sein, dann kann einem das sehr schnell begegnen und dann merkst du, oh, das ist es irgendwo. Das ist es noch nicht. Warten auf das Besondere.